Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokédentist. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Nachdem das letzte Video über das 151 Master Set auf Deutsch so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, und das haben sich auch einige in den Kommentaren gewünscht, dass wir uns mal das japanische 151 Master Set anschauen. Hier ist es natürlich so, dass dort die Meisterballkarten drin sind und das ganze Set etwas anders aufgebaut ist, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall im Juni 23 auf den Markt gekommen und seitdem ist der Hype riesengroß. Die Preise sind teilweise explodiert. Wir waren bei über 200 Euro pro Display, sind mittlerweile aber Gott sei Dank durch Reprints so bei 60 Euro gewesen und die sind aber leider auch schon wieder am Steigen. Mittlerweile sehen wir so zwischen 70 und 80 Euro pro Display. Das ist natürlich auf jeden Fall wieder machbar, sage ich mal, im Gegensatz zu 200 Euro. Ja, und wir schauen uns in diesem Video eben genau das an. Was kostet das Pokémon 151 Master Set auf Japanisch im Jahr 2024? Und wenn du auch gerne Pokémon-Karten kaufen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Partnershop Crispy Cards. Dort kannst du nämlich mit dem Code PokéDentist, kleingeschrieben, 5% auf deinen gesamten Einkauf sparen. Dort gibt es ebenfalls das japanische 151 Master Set und ist dort noch eben verfügbar. Genau, schau gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. Es ist ein kleiner Unterschied in diesem Video. Ich habe das 151 Master Set auf Japanisch nämlich nicht im Gegensatz zum Deutschen. Aber ihr werdet sehen, ich habe mir da eine Alternative überlegt. Und wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Ganze an. So, und da haben wir auch schon die erste Seite. Und ganz kurz zur Erklärung. Bevor ich jetzt hier tiefer einstarte, wir lassen einfach mal die Preise hier auftauchen. Dann kann ich es nämlich ganz gut erklären. Nämlich auf dieser Seite ist schon eigentlich alles, was man dazu jetzt erklären muss. Also ich habe immer hier, wie man zum Beispiel beim Bisasam ganz oben links sieht, habe ich auf der linken Seite den Common-Uncommon-Preis der Karte geschrieben. Und rechts daneben ist der Reverse-Preis. Jetzt aber wichtig zu unterscheiden, es gibt ja beim Japanischen eben diese zwei Reverse-Pokémon-Karten, nämlich einmal die Pokéball-Karten und dann eben die Meisterball-Karten. Die Meisterball-Karten kommen später im Video, da ich die einfach getrennt habe. Ihr werdet auch verstehen, warum. Das macht alles für mich mehr Sinn. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die grünen Preise, das sind alles die Common-Uncommon-Karten und deren Reverse mit dem Preis nebendran rechts. Die lilanen, wie man hier bei Bisasam und Glurak und Turtok eben sieht, das sind die EX-Karten, die Preise der EX-Karten. Und bevor ich jetzt darauf näher eingehe, noch hier bei Bibor rechts in der Mitte, ganz rechts, sieht man eben die Holo-Karte, das ist eine Holo-Karte und daneben rechts der Reverse-Pokéball-Preis. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so genau darauf eingehen. Ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, die EX-Preise sind natürlich, für die EX-Karten sind natürlich lächerlich niedrig. Da sind die im Deutschen natürlich um einiges höher. Ich glaube, das Glurak lag in meinem letzten Video auf vom deutschen Master Set, ich glaube, bei 7 Euro und hier haben wir eben 1 Euro und ich kann jetzt schon spoilern, das ist mit Abstand die teuerste EX-Karte aus dem ganzen Set, also normale EX natürlich. Ja, ansonsten sehen wir hier, dass da ein paar Ausreißer sind mit 2 Euro Glumanda, 3 Euro Glutexo. Und ansonsten bewegen wir uns bei den Common-Uncommon-Preisen immer, das kann ich jetzt auch schon sagen, bei 2 Cent pro Karte. Noch ganz wichtig am Anfang, ich habe das jetzt vergessen, alle Preise sind Tagespreise gewesen. Ich habe die Kartenpreise von Card Market. Dort habe ich gefiltert nach deutscher Händler, also Händler in Deutschland, Near Mint und japanisch natürlich. Und daher sind die Preise. Noch eine kurze Info dazu. Es gab teilweise Preise, die mir extrem hoch vorkamen. Und dann bin ich auf eBay gegangen und habe mir dort die letzten Preise eben angeschaut. Und das waren eigentlich tatsächlich dann wirkliche Preise, die auch so waren bei Card Market wie auch bei eBay. Also es gibt einfach Karten, die sind
ich sag's einfach, extrem teuer. Ja, so, und jetzt haben wir uns die Seite angesehen. Es geht einfach, wir gehen die ganze Seite mal durch. Wir machen das bis zu den Secret Rare Karten, also den Goldkarten und Promokarten. Und danach werde ich einen kleinen Zwischenstand haben, was welche Karte eben wert ist. Und hier sind wir jetzt auf der zweiten Seite. Da ändert sich preislich jetzt auch nicht viel. Wir sehen halt Arbok EX mit 10 Cent. Ist schon traurig. Die Holo-Karten sind meistens so zwischen 3 und 4 oder 5 Cent. Überhaupt, wenn überhaupt, haben wir da eine Preisspanne. Und ansonsten Reverse. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Ratzfratz mit 30 Cent. Oder eben Radikal 50, was schon teuer ist. Pikachu 80 Cent. Ja, dann kommen wir auch schon zu der nächsten Seite. Es würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mir ein Like und, wenn ihr das noch nicht getan habt, ein Abo da lasst. Das war das aufwendigste Video, was ich jemals gemacht habe. Und es ist wirklich schwierig, das darzustellen, ohne dass man überhaupt ein Masterset hat. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das mache, aber ja. Währenddessen laufen hier übrigens auch die Kartenpreise weiter. Ich brauche jetzt nicht auf jedes eingehen. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich werde, wie gesagt, am Ende dann das zusammenfassen. Und ja, dann werden wir mal schauen, was für einen Gesamtpreis man ja, bezahlen müsste, würde man erstmal nur das normale, in Anführungszeichen, Masterset kaufen. Also so, wie es das bei uns auch gibt. Normale Uncommon und Reverse, Holo Reverse und EX, Illustration Rare, was gibt's noch alles? Ja, Secret Rare, Full Arts und Special Illustration Rares natürlich. Ja, ihr werdet sehen, da gibt's große Unterschiede zum deutschen Set. Unabhängig jetzt nur von den EX-Karten, auch ganz viele andere Karten sind viel günstiger, aber dann eben auch viel teurer wieder. Ja, hier sieht man auch wieder, die Preise sind relativ ähnlich wie zum deutschen Master Set. Von den Reverse-Karten gibt es ein paar Ausreißer natürlich, ist ja klar. Hier jetzt zum Beispiel Gengar oder Elektroball. Dann kommen wir auf die nächste Seite. Und wir nähern uns auch dann tatsächlich schon den hinteren Karten, wo es dann auch interessant wird. Über eine Sache bin ich wirklich sehr irritiert. Das muss ich einfach sagen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn wir dazu kommen. Aber ein, zwei Preise finde ich absolut seltsam. Ja, also hier sieht man, übrigens hat man eben gesehen, Rosana und Kangama unter 10 Cent die EX-Karte. So, auf dieser Seite mit Carpador sieht man jetzt zum Beispiel hier, der ist auch ein bisschen teurer mit 2,50 € als Reverse. Und ja, auch Lapras, Garados und natürlich die Evolutions, nicht zu vergessen. Dann hier kommen wir ja ans Ende der 151 Pokémon. Wir haben hier die Reverse-Trainerkarten natürlich. Alle nicht der Rede wert, keine großen hohen Preise oder irgendwie sowas. Deswegen, das passt alles soweit. Und dann geht es weiter mit der nächsten Seite. Nämlich, jetzt kommen langsam die Illustration Rares. Und hier bin ich absolut verwirrt. Warum zur Hölle kosten die hier so wenig? Wir sehen hier ein Bisasam, was bei uns irgendwie über 30 oder fast 30 Euro kostet. Für 4 Euro oder ein Shiggy 3,50, 6 Euro Glumanda, was irgendwie die teuerste Illustration Rare ist. Ich bin absolut verwirrt gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber vielleicht könnt ihr es mir irgendwie beantworten. Dazu gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Und hier sehen wir jetzt die Full Art Karten. Da sind wir natürlich ein bisschen teurer, aber eben auch noch weit
davon entfernt, von den deutschen Preisen, außer natürlich bei Erika. Glura kostet 20 Euro, den habe ich tatsächlich auch in meinem einen Opening gezogen, von als ich 151 geöffnet habe. Aber die Preise sind ganz ehrlich hier echt bezahlbar noch, muss man einfach sagen. Hier ist die letzte Full Art oben links und dann geht es weiter mit den Special Illustration Rares. Da sind wir natürlich bei Glurak mit 110 Euro natürlich auch schon weit oben. Dort haben wir auch die Spezialität, dass die Mew EX Karte, die man hier unten in der Mitte sieht, eben im Deutschen nicht gab, beziehungsweise nur als Promo, nicht im Set. Dann die Secret Rare Karten hier, Mew und so weiter. Und unten rechts haben wir jetzt noch die Promokarten, und zwar aus dieser Stamp-Promo-Box oder was auch immer genau das war. Die würde ich einfach mal kurz einblenden, damit man genau weiß, was ich meine. Das sind, soweit ich weiß, und ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen, die einzigen drei Promokarten, in Anführungszeichen, die es im japanischen 151 gibt. Wenn das nicht der Fall ist, bitte Bescheid geben in den Kommentaren. Ich würde es dann wieder irgendwo anpinnen, wie bei meinem letzten Video. Da habe ich ja leider auch zwei Karten vergessen. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn dann sowas passiert. Hier ist es nochmal was Ärgerlicheres, weil ich die einfach nicht physisch habe, die Karten. Die sind hier digital vor mir, wie genauso wie bei euch. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Wie gesagt, Bisasam, Glumanda und Shigi als Promos. Die Zapdos-Karte, die Preise der Special Illustration Rares sind sehr ähnlich. Außer eben auch wieder die Erika, die ist nämlich teurer. Die Secret Rare, also die Goldkarten, ja, ungefähr gleich. Vielleicht sogar ein bisschen teurer, oder definitiv ein bisschen teurer. Aber jetzt auch nicht extrem. So, jetzt haben wir das ganze Set einmal zusammen, sozusagen, nämlich eigentlich noch nicht. Der große Teil kommt erst noch. Aber wir können jetzt dann auch mal zusammenfassen, was dieser Bereich bis jetzt gekostet hat von dem japanischen 151 Master Set. Jetzt kommen wir zur ersten Abrechnung. Wir fangen wieder an mit den Common Uncommon Karten hier in grün. Wir haben für alle Uncommon und Common Karten 2,56 Euro. Das ist doch ein guter Preis. Für alle Pokéball Reverse Karten, und da sind wir schon doppelt so hoch wie beim deutschen Master Set, 106,01 Euro. Für alle Holo Karten wiederum zahlen wir 94 Cent. Die EX-Karten belaufen sich insgesamt auf 3,11 Euro. Und jetzt der Schnapper: wenn ihr Illustration Rares wollt, kauft sie euch, wenn dann auf Japanisch, wenn sie einfach nur im Ordner sind, wegen dem nicen Artworks, dann würde ich das so machen, denn wir sind hier mit 46,60 wirklich sehr günstig unterwegs. Für die Ultra Rares, also Full Arts, 145,50 Euro. Jetzt wird's teuer. Special Illustration Rares natürlich 451 Euro glatt. Für die Secret Rare Karten müssen wir nochmal 53 Euro bezahlen. Und für die Promo Karten 5,60 Euro. Das macht einen Gesamtbetrag von 814,32 Euro. Und damit sind wir knapp 300 Euro unter dem Master Set Preis Deutsch-Englisch, würde ich mal so ungefähr pauschal rechnen. Ja, das ist natürlich heftig, aber jetzt im zweiten Teil des Videos werdet ihr sehen, knallt's richtig. Also, haltet euch fest, jetzt geht es los mit den Meisterball Reverse Karten. Und wir gehen rein. Das sieht man natürlich schon, was da am Ende für einen Preis zustande kommen wird. Hier allein auf der ersten Seite ist schon wirklich heftig mit Glumanda 28 und
Glutexo und ja, wie gesagt, also hier bei dem Punkt muss ich sagen, die Preise der Meisterball-Reverse-Karten sind wirklich extrem hoch und ich habe aber dann auch nachgeschaut, ja, was noch so für Preise im Internet rumschwirren und sie sind tatsächlich wirklich einfach nur heftig hoch, auch die letzten Verkäufe auf eBay. Wie gesagt, die Preise können sich natürlich noch unterscheiden, die können auch günstiger werden, teurer, whatever, aber man darf nicht vergessen, in jedem Display, in jedem japanischen Display sind oder ist nur eine einzige Meisterballkarte drin und nur eine Secret Rare oder SRR kann natürlich, glaube ich, trotzdem auch noch drin sein, aber ist ja auch egal, eine Meisterballkarte. Ich habe mal gehört, zwei können auch drin sein, weiß ich aber nicht, kann ich nicht bestätigen. Deswegen sind diese Preise natürlich auch logisch sehr hoch, ist ja ganz klar. Dass manche Preise aber so extrem hoch sind, das ist natürlich auch für mich eine Überraschung gewesen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal weiter. Hier auf der zweiten Seite sehen wir natürlich den ersten großen Banger, beziehungsweise den Banger der Meisterballkarten, nämlich Pikachu mit 260 Euro. Ich habe übrigens alle, die über 30 Euro kosten, mal rot markiert, dass die einfach nochmal ins Auge springen. Hier halt, wie gesagt, Pikachu schon extremst teuer mit 260 Euro. Nier Mint Rohzustand, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist nicht gegradet oder sowas. Aber wie man sieht, also wenn man hier, ich glaube, die günstigste Meisterballkarte kostet irgendwie 9 Euro, also auch schon recht teuer. Deswegen wundert es mich so mit den Illustration Rares, aber ja. Enton 40 Euro, auch heftig. Da habe ich zum Beispiel bei eBay nachgeschaut, weil ich so irritiert war, warum Enton 40 Euro kostet, aber tatsächlich. Ich glaube, bei Kartenmarke war es sogar ein bisschen teurer. Ich habe dann den Durchschnittspreis genommen. Ja, hier Abra und so weiter. Auch nicht günstig. Ich möchte noch mal ganz kurz was anmerken. Das habe ich jetzt am Anfang nicht gesagt. Ich habe natürlich nicht den erstbesten Preis auf Kartenmarke genommen, sondern eben schon geschaut, dass es ein realistischer Preis ist. Wenn an einem Tag eine Karte, die normalerweise 260 Euro kostet, an dem Tag 100 Euro kostet, dann ist das eben so und dann ist es Glück. Aber eigentlich, wenn man so guckt, ja, den Durchschnitt der ersten drei Karten habe ich immer genommen, damit es auch alles realistisch ist, zumindest soweit es geht. Nur noch mal zur Info. Also werde ich schon wieder in den Kommentaren erwarten, dass da steht, da stehen viel günstigere Preise. Nein, ist nicht so. Ich habe wirklich recherchiert. Das ist eine Mordsarbeit gewesen. Deswegen glaubt mir, schaut euch die Preise gerne auch nochmal an. So, dann sind wir auf der Seite mit Magnetilo, Magneton und so weiter. Ja, braucht man nicht viel dazu sagen. Ist teuer. Und dann kommen wirklich drei Banger, nämlich Nebulak, Alpollo und Gengar mit 50, 45 und für Gengar 170 Euro in der Meisterball-Variante. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich weiß natürlich, dass Gengar eine sehr beliebte Karte ist. Auch von Fusion Strike und so und auch von Wizards of the Coast damals die Ära. Natürlich tolle Karten mit Sabrinas Gengar oder so. Oder in Fossil, das ist natürlich klar, aber so teuer. Schon heftig. Ja, dann auf dieser Seite mit Voltoball und so weiter. Schlurp, da sind relativ günstige Karten dabei. Hier übrigens stimmt gar nicht, nicht 9 Euro, sondern 8 Euro die günstigste mit Rihorn. Ja, Chanera und so weiter. Ich dachte eigentlich, dass die Holos als Meisterballkarten auch nochmal viel teurer sind. Ist aber jetzt in dem Fall gar nicht so, tatsächlich. Es sind eher Karten, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, die dann viel teurer sind. Zum Beispiel hier, gut, Sichlor ist natürlich auch ein Favorite und hier kommen wir auch wieder auf eine Seite mit Carpador, Garados und Lapras.
mit 50, 35, 38 Euro. Aber dann eben auch die Evolutions. Das wundert mich jetzt aber eher nicht, dass die teurer sind. Evoli selber 50 Euro als Meisterballkarte. Aquana, Blitzer und Flamara mit 40, 30 und 35. Auch wirklich nicht günstig. Ja, und dann kommen wir auch schon fast ans Ende, würde ich sagen. Wir haben hier jetzt noch, ja, legendären Vögel zum Beispiel hier. Die sind auch nicht so günstig, aber ja, jetzt auch nicht abartig teuer. Mit Labrador und Arktos 25 und 20 Euro. Aerodactyl mit 30 und dann kommen nochmal zwei Banger. 69 Euro war der Preis, als ich geschaut habe, für Dragoran als Meisterball und Mewtwo für 65 Euro. Aber selbst die Trainerkarten kosten hier teilweise 20 Euro. Günstig ist der Greifarm. Die Fossile sind eigentlich auch recht teuer. Helix-Fossil hier, glaube ich, heißt das, ist bei 19 Euro. Ist schon wirklich heftig. Und die letzte Seite, hier habe ich rechts natürlich Platz freigelassen. Und hier ist der einzige, die einzige Karte, die jetzt noch ein bisschen teurer ist. Wen wundert's? Die gute Waifu Erika als Meisterballkarte. 30 Euro ist schon happig. So, jetzt sind wir diese ganzen Karten durchgegangen. Und wir kommen zu einem Fazit. Was kostet dich das 151 Master Set auf Japanisch? So, wir haben ja hier jetzt schon auf der linken Seite die Legende mit den ganzen Preisen. Und wir fangen nochmal an. Mit Ankamen 2,56 Euro, die Reverse eben 106. Dann haben wir 94 Cent für die Holo-Karten, 3,11 Euro für die EX-Karten, 46,60 für die Illustration Rares, Ultra Rares 145,50. Die Special Illustration Rares, also SARs, kosten 451 Euro, Secret Rare 53 und die Promos 5,60 Euro, wo wir zu einem Gesamtbetrag von 814,32 Euro gekommen sind. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Preis. Aber jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, dass das Master Set auf Japanisch durch die Meisterbälle abartig teuer wird. Und wenn ihr alle Meisterballkarten kaufen wollt, und da ist kein Versand übrigens in gar nichts mit einberechnet, Versand, Käuferschutz, etc. ist da nicht drin, dazu komme ich aber nochmal, wenn ihr alle Meisterballkarten kaufen möchtet, müsst ihr nach dem Preis, den ich gesucht habe, 3.268 Euro bezahlen. Somit kommen wir auf einen Gesamtbetrag für das 151 Master Set auf Japanisch von 4.082 Euro und 32 Cent. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich wusste, dass es teuer ist. Teurer sein muss. Aber dass es so teuer ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Deswegen würde es mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr das Meisterball-Set quasi, also das ganze Set voll habt, schickt mir gerne mal Bilder auf Instagram, das ist @pokedentist, das würde mich absolut interessieren. Schreibt es auch gerne hier in die Kommentare. Ich habe einen Beitrag auf Reddit gefunden, wo alle Karten quasi fotografiert sind, da hat es jemand gehabt. Das ist absolut krass, wenn man bedenkt, was man, wenn man das selber ziehen möchte, was man alles aufmachen möchte. Da reicht nicht ein Case, nicht zwei Case, da braucht man, ich habe keine Ahnung. Das ist einfach wirklich ein sehr, sehr teurer Spaß mit 4.000 Euro plus. Und also, man muss dazu sagen, das ist ja nicht alles. Ihr müsst überlegen, wenn ihr die euch alle kauft, dann müsst ihr locker nochmal 200 Euro Versand draufrechnen, wo wir dann bei 4.282,32 Euro wären. Also ein Preis, der so hoch ist, dass zumindest ich nicht bereit bin, den zu bezahlen.
Respekt an alle, die das wirklich als Ziel haben, das 151 Master Set auf Japanisch zu vervollständigen. Das ist eine ja, heftige Aufgabe, außer man hat einfach genug Geld, dann kauft man sich das natürlich alles. Ja, deswegen wirklich krass. Nachdem wir jetzt uns das ganze Master Set angeschaut haben, möchte ich noch sagen, vielen Dank, dass du dir das bis zu diesem Punkt angeschaut hast. Und ja, es war eine Heidenarbeit, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Dir? Ich duze dich. Oh. Ja, auf jeden Fall kann man sich das wahrscheinlich gut vorstellen, was das für eine Arbeit war. Deswegen würde ich nochmal sagen, ich würde mich riesig freuen über einen Daumen nach oben, ein Abonnement und ja, vielleicht noch einen netten Kommentar. Ein ja, Kommentar, was sagst du zu diesem Preis? Ist es für dich in irgendeiner Weise relevant, so ein Masterset zu vervollständigen? Hast du es vervollständigt? Wie gesagt, würde mich brennend interessieren. Gerne auch mit Bildern auf Instagram. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Willkommen bei Pokédentist. Hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen. Das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar.